Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend, Montagmorgen oder Montagnacht, muss man eigentlich sagen, der Tag fängt ja mit einem Abend an. Ich habe da auch manchmal noch Probleme, das auch richtig auf die Reihe zu kriegen. Jedenfalls der 7. Oktober, was die meisten Leute sagen, was Sonntagabend ist, was eigentlich Montagnacht ist, habe ich mich hier eingefunden auf Skype, um den nächsten Teil zu lesen von Romanismus und die Reformation, dem deutschen Christen vorgetragen, dank der wunderbaren Übersetzung von Bruder Maximilian. Nur, bevor ich mit dem Buch anfange, ein kleines Dankewort an Stefan in unserer Gruppe, der gerade eben das PDF durchgeschickt hat auf unserer Skype-Gruppe Herrscher des Bösen von F. Tupper Saucy, und zwar das ganze komplette Buch. 324 Seiten hat er eigenhändig und völlig allein, gehe ich mal von aus, übersetzt. Und dieses Buch wird den deutschen interessierten Leser auf dem Internet kostenlos bereitgestellt, soweit ich das verstanden habe. Habe ich Erlaubnis, dass, wenn die letzten Fehler rausgemerzt sind, das auf archive.org hochzuladen. Und dann werde ich das auch tun. Dasselbe wird natürlich auch passieren mit Romanismus und die Reformation. Aber nochmal eben einen ganz herzlichen Dank an Stefan, der dieses Buch im Alleingang übersetzt hat. Und nur mal eben beim Durchblättern, da sieht man, das ist viel Arbeit. Ganz toll die Texte gemacht hier, die Namen da alle mit rein und dann die ganzen Fotos da mit reingemacht und die Zeichnungen. Also das ist wirklich eine sehr professionelle Arbeit und dafür von meiner Seite und auch von jedem aus der Gruppe, der hierbei ist, ganz herzlichen Dank, Stefan. Eine ganz tolle Aufgabe, die du dir da gesetzt hast. So, und wir fahren jetzt heute weiter in Romanismus und die Reformation. Hier haben wir gerade Martin Luther, der ein bisschen lacht mit seiner Exkommunikation, die er vom Papst bekommen hat. Warum lacht Martin Luther mit seiner Exkommunikation? Nochmal kurz auf Pause setzen, das muss man eben sagen, bevor wir hier mit dem Video anfangen. Jeder Christ sollte lachen, wenn er die Exkommunikation vom Papst in den Händen hält. Weil das ist ja eine riesige Ehre, wenn der Papst uns kommuniziert und nichts mehr mit uns zu tun haben wollen. Da können wir ja nur froh drüber sein. Dann können wir uns dem wahren, einigen Gott nähern und haben nichts mehr mit dem Gott dieser Welt zu tun, der Satan ist, der Prinz der Lüfte, wie er auch heißt, und sein Stellvertreter, eben der Papst hier auf Erden. Also, deswegen fand Martin Luther das so lustig, dass er die ganze Bulle zusammen mit vielen römisch-katholischen Schriften, dem ganzen kanonischen Gesetz und alles sogar verbrannt hat. Gut. Aber Martin Luther sind wir in dem Buch Romanismus und die Reformation noch nicht. Wir hatten letztes Mal aufgehört zu lesen, hier auf Seite 16, und zwar habe ich ja auch die Bulle Unam Sanctam bereits besprochen, die vom Papst Bonifaz dem 8. 1302 veröffentlicht wurde. Und deswegen lesen wir hier jetzt weiter, und dann kann ich das hier wegmachen, dann lesen wir hier weiter in diesem Absatz und werden uns die letzten paar Seiten des ersten Vortrages heute wohl anhören können. Vortrag. Hier ist das Bild von Henry Gretton Guinness in der Exeter Hall, wie er diese Vorträge hält, die wir jetzt hier in Buchform lesen. In 1294 nach Christus wurde Bonifatius der 8. Papst und durch seine überlegene Kühnheit warf er sogar Innozenz den 3. in den Schatten. Innozenz der 3., wir erinnern uns, war derjenige, der die Inquisition gegründet hatte. Er verdient es, als der anmaßendste aller Menschen bezeichnet zu werden. Bezeugt durch seine gefeierte Bulle Unam Sanctam, die im Endeffekt darauf hinausläuft, dass er sagt, es ist unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele, um Untertan oder Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Das sagt die Bulle im Grunde aus, im letzten Punkt Nummer 875. Da hatten wir letztes Mal ausführlich drüber gesprochen. In diesem Dokument, also in dieser päpstlichen Bulle, kommen die größten Ansprüche des Papsttums zum Vorschein. Wir haben bereits einige immer größer werdende päpstlichen Ansprüche gehört, aber jetzt erreichen wir den absoluten Höhepunkt. Dieser Anspruch würde, sofern er denn wahr wäre, alles andere zur Genüge rechtfertigen. Wir erreichen den höchsten Gipfel der menschlichen Selbsterhöhung. Was war der Anspruch von Bonifatius dem 8.? Es war, dass der Papst sich präsentiert als Gott auf Erden. Da diese Behauptung die außergewöhnlichste und kühnste ist, die je vom sterblichen Menschen aufgestellt wurde, werde ich sie nicht in meinen eigenen Worten, sondern in den Worten der höchsten päpstlichen Autorität zum Ausdruck bringen.
Übrigens, Henrik Retten Guinness sagt hier ganz korrekt, es ist die Behauptung, die außergewöhnlichste und kühnste, die je von einem sterblichen Menschen aufgestellt wurde. Aber es ist natürlich dieselbe, die wir lesen in Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 14 von Luzifer, ja, der sich ja über Gott selbst noch erhöhen will. Nun, in der von Bonifatius dem 8. dargelegten Zusammenfassung der Dinge, welche Würde, Autorität und Unfehlbarkeit des Papstes betreffen, stehen diese Worte. Zitat: Der Papst ist von so großer Würde und Exzellenz, dass er nicht nur Mensch ist, sondern wie Gott und der Vikar Gottes, auf Latein non simplex homo sed quasi Deus et Dei Vicarius. Der Papst alleine wird als Allerheiligster bezeichnet. Göttlicher Monarch und oberster Kaiser und König der Könige, der Papst ist von so großer Würde und Macht, dass er ein und dasselbe Tribunal mit Christus bildet. Auf Latein, faciat unum et idem tribunal cum Christo. So dass alles, was der Papst tut, aus dem Munde Gottes zu kommen scheint. Ab ore Deo. Der Papst ist wie Gott auf Erden, Papa est quasi Deus in terra. Was Bonifatius der 8. im 13. Jahrhundert beanspruchte, wurde seitdem von einer Reihe von Päpsten bis hinunter zu Pius dem 9. und Leo dem 13. im 19. Jahrhundert ebenso beansprucht. Der Papst spricht heute als Vicar Christi, als Vizeregent Gottes. Der große ökumenische Rat von 1870, also das erste Vatikanische Konzil, proklamierte ihn und erklärte ihn für unfehlbar. Ein Geschichtsprofessor der römischen Universität, der auf dem Konzil von 1870 schreibt, verwendet folgende Sprache, die das päpstliche Ideal eindrucksvoll zum Ausdruck bringt. Und jetzt folgt ein etwas längeres Zitat. Das kommt aus The Pope, the Kings and the People, also der Papst, die Könige und die Völker, von Reverend William Arthur, aus seinem Werk von Seite 211. Das Zitat lautet wie folgt. Der Papst ist keine Macht unter den Menschen, die wie andere verehrt wird, aber er ist eine göttliche Macht. Er ist der Prophet und Lehrer des Gesetzes des Herrn im ganzen Universum. Er ist der oberste Führer der Nationen, um sie auf den Weg des Heils zu führen. Er ist der gemeinsame Vater und universelle Hüter der ganzen Menschheit im Namen Gottes. Die menschliche Gattung ist in ihren natürlichen Eigenschaften durch die göttliche Offenbarung und durch die Inkarnation des Wortes vervollkommnet und in eine übernatürliche Ordnung erhoben worden, in der sie allein ihre zeitliche und ewige Glückseligkeit finden kann. Die Schätze der Offenbarung, die Schätze der Wahrheit, die Schätze der Gerechtigkeit, ja, die Schätze der übernatürlichen Gnaden auf Erden wurden von Gott in die Hände eines einzigen Menschen gelegt, der sie spendet und bewahrt, der von sich behauptet, der Nachfolger Petrus zu sein. Das lebensspendende Werk der göttlichen Menschwerdung, das Werk der Weisheit, der Liebe, der Barmherzigkeit wird ununterbrochen in der fortwährenden Handlung eines einzigen Menschen fortgesetzt, die von der Vorsehung bestimmt wird. Dieser Mensch ist der Papst. Dies ist offensichtlich in seiner Benennung selbst, dem Vicar Christi, enthalten. Denn wenn er den Platz Christi auf Erden einnimmt, bedeutet das, dass er das Werk Christi in der Welt fortsetzt und in Bezug auf uns das ist, was Christus wäre, wenn er hier unten wäre, er selbst sichtbar, die Kirche regierend. Ende Zitat. Nur auf dieses Zitat könnte man noch auf verschiedene Punkte einmal eingehen und könnte die ein wenig näher besprechen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es sehr selbsterklärend und ist das nicht wirklich nötig. Wenn wir hier am Anfang lesen, er ist der oberste Führer der Nationen, um sie auf den Weg des ewigen Heils zu führen, dann begreifen wir auch ansatzweise hier, warum der Papst oder besser gesagt der Vatikan, also das Königreich des Vatikan, von dem der Papst der König ist,
und auf der anderen Seite von der römisch-katholischen Kirche, von der er das geistige Oberhaupt ist, warum dieser Vatikan kein vollständiges Mitglied in den Vereinten Nationen ist. Also ein sehr interessantes Thema und das wird bearbeitet auf den Seiten, ich glaube, 206, 207, 208 in dem Buch The Global Vatican, das mein Bruder in Christus, Tom Fress, in Englisch gelesen hat, in 99 Teilen. Und diejenigen, die Englisch können, denen kann ich nur anraten, sich das Buch einmal anzuhören oder durchzulesen und die Lesung von Tom Fress zu folgen. Da können wir vielleicht nachher auch in der Diskussionsrunde einmal drauf eingehen, weil Bruder Michael, der ja unter uns hier an dieser Lesung auch teilnimmt, hat die ganzen 99 Videos von Tom Fress sich angehört und dann kann man ja mal eben seine Meinung darüber fragen und ob er bestätigen kann, was ich darüber immer erzähle. Und er ist eben der oberste Führer der Nation und deswegen ist eben auch der Vatikan eben kein Mitglied der Vereinten Nationen, weil als Mitglied kann man nicht das erreichen, was man erreichen kann, wenn man außerhalb dieser Organisation steht. Es war nur noch mal kurz ein kleiner Punkt, den ich hier gerne anführen wollte. Gut, haben Sie jetzt diese Worte gehört? Haben Sie sie gehört und aufgenommen? Haben Sie sie verstanden? Begreifen Sie den Gedanken, den Sie ausdrücken? Verstehen Sie die Grundidee und das zentrale Prinzip des Papsttums? Diese Fragen, die sollte man einem jeden Katholiken einmal stellen. Meine liebe Brüder und Schwestern, ihr habt alle katholische Familienmitglieder, Freunde oder sonst irgendwelche Bekannte, Verwandte oder halt Bekanntschaften, die katholisch sind. Lest denen doch mal dieses kleine Zitat vor. Das kann man sich ja ausdrucken. Die meisten von euch haben Smartphones, können sich davon ein Foto nehmen und können sich das aufdrucken auf ein Smartphone. Und wenn Sie mal einem Katholiken entgegenkommen, dann können Sie ihm das ja mal vorlesen. Und dann sollten Sie mal fragen, hast du das gerade gehört? Hast du das auch verstanden? Hast du aufgenommen, was er damit sagt? Begreifst du den Gedanken, den diese Worte, die der Papst oder die römisch-katholische Kirche vom Papst sagt, ausdrücken? Verstehst du die Grundidee, das ganze zentrale Prinzip des Papsttums überhaupt, dem du als Katholik angehörst? Und zwar ohne irgendwelche Vorbehalte. Ja? Der Papst ist nicht einfach Mensch, sondern wie Gott. Und er ist der Vikar Gottes, der Stellvertreter Gottes. Er ist wie Gott auf Erden. Kein Wunder, dass der Satz an jeden Papst auf seiner Krönung gerichtet ist. Zitat, du bist der Vater der Fürsten und Könige und der Gouverneur der Welt. Kein Wunder, dass er von Kardinälen und Erzbischöfen und Bischöfen, von Priestern und Mönchen und Nonnen und allen Millionen von Katholiken auf der ganzen Welt verehrt wird. Kein Wunder, dass er Monarchen entthront und Königreiche verschenkt, Begnadigungen und Ablässe gespendet, Heilige heilig gesprochen, Schmerzen des Fegefeuer erlassen, Dogmen verkündet, Bullen und Gesetze und Extravaganzen erlassen, Reiche unter Interdikte gestellt, Segnungen gespendet und Anathemen, also Verfluchungen, geäußert hat. Ja, über die Interdikte hatten wir ja auch in einer der vorigen Sendungen gesprochen, von dem deutschen Kaiser Heinrich IV., dem Gang nach Canossa, ne? Wie wir uns ja eben noch erinnern. Wer ist dem Papst auf Erden ähnlich? Was sind große Männer, Philosophen, Staatsmänner, Eroberer, Fürsten, Könige und sogar Kaiser der Erde im Vergleich zu ihm? Ihre Herrlichkeit ist von der Erde. Sie ist irdisch. Seine ist von oben. Sie ist göttlich. Das behauptet er. Er ist der Vertreter Christi, des Schöpfers und Erlösers, des Herrn aller. Er ist wie Christus. Er tritt an die Stelle von Christus. Er ist wie Gott auf Erden. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr werdet sterben, wenn ihr von der Frucht des verbotenen Baumes esst? Ihr werdet mit nimmer sterben, ihr werdet sein wie Gott. Er ist der Vertreter Christi,
des Schöpfers und Erlösers, des Herrn aller. Er ist wie Christus, er tritt an die Stelle von Christus, er ist wie Gott auf Erden. Er hat das Angebot der Schlange aus dem Garten aus Genesis 3 angenommen. Diese blasphemische, gotteslästerliche Vorstellung ist der Schlussstein des gesamten päpstlichen Bogens. Sie ist die gewaltige Achse, um die sich die ganze päpstliche Welt seit Ewigkeiten dreht, und sie dreht sich zu dieser Stunde. Aber um die sehr kurze Skizze der Geschichte des Romanismus zu vervollständigen, darf ich Sie nur daran erinnern, dass der lange und karierte Niedergang der päpstlichen Herrschaft, vermutlich in der Zeit des Pontifikats Bonifatius des 8. am Ende des 13. Jahrhunderts begründet ist. Zu Beginn des nächsten Jahrhunderts unternahm Clemens der 5. den seltsamen und fatalen Schritt, den Sitz der päpstlichen Regierung vom Rom nach Avignon zu verlegen, wo er 70 Jahre lang blieb, sehr zum Nachteil seiner Autorität und Macht. Ja, diese Flucht nach Frankreich ist in Frankreich unter anderem begründet in der Stadt Châteauneuf-du-Pape, die da in der Nähe von Avignon und Orange in Rhône-Weinbaugebiet heute liegt. Einer der berühmtesten Weine der Welt heißt Châteauneuf-du-Pape. Viele Menschen schätzen diesen Wein und ich weiß, dass ich verkaufe ihn regelmäßig, aber die meisten haben überhaupt keine Ahnung, warum das überhaupt Châteauneuf-du-Pape heißt. Weil da nämlich damals der Papst seinen Sitz gebaut hat, als er von Rom nach Avignon zog. Ja? 70 Jahre lang blieb er da. Und dort war sie zum Teil vom französischen Hof abhängig. Also mit anderen Worten, hier war die weltliche Macht der Geistlichen übergeordnet. Ja, das geht natürlich gar nicht. Ne? Das geht gar nicht. Deswegen verlor sie dann auch die Zuneigung Italiens und das Ansehen Roms. Dann kam die große Spaltung, die das Papsttum ernsthaft schwächte und diskreditierte. Rivalisierende Päpste regierten in Rom und Avignon. Korruption und Raubgier, Demoralisierung und Unzufriedenheit nahmen rapide zu. Und als schließlich die dunkelste aller Nächte anbrach, eilt ihr dennoch die Morgendämmerung voraus. Es gab zu einem bestimmten Zeitpunkt von diesem Schisma 3 verschiedene Papste, einer in Norditalien, einer in Avignon und einer in Rom. Und sie nannten sich alle 3 täglich gegenseitig Antichrist. Ja? Könnt ihr ja mal selbst nachforschen. Eine interessante Zeit, die unter anderem besprochen wird in dem Buch Babylon Mysterien, Religion von Ralph Wutrow, das ich ja in der Zukunft auch auf meinem Kanal lesen werde. Das ist die leichter verdaubare Version von Alexander Hislops Werk von Babylon nach Rom. Kann ich jedem nur anraten, sich mal anzuschauen. Gibt es frei als PDF im Internet verfügbar. Babylon Mysterien, Religion. Ja? Wycliffe, der Morgenstern der Reformation, erwachte und schließlich die gesegnete Bewegung selbst. Mit Martin Luther und dem Rest der Reformatoren, die Deutschland, England und andere Länder aus dem päpstlichen Joch befreiten, indem sie das Christentum in 2 Lager teilten, das romanistische und das protestantische. Vergeblich suchte Rom mit hektischen Bemühungen, diese Bewegung festzusetzen oder umzukehren. Massen von Märtyrern, Ozeane von Blut, Jahrhunderte des Krieges konnten sie nicht aufhalten. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts rühmte sich Rom, dass kein einziger Ketzer gefunden werden konnte. Entschuldigung, ich muss kurz mal schlucken. Anfang, das war 1512, haben sie dann noch das Heilige Römische Reich umbenannt in das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das war nur 5 Jahre, vor Martin Luther seine Thesen an die Kirchentür genagelt hat. Gerade da, wo Rom so selbstsicher war, da bekamen sie auf einmal einen Stich in Form der Reformation. Und das finde ich ganz interessant, dass wir bei diesem Punkt mal eben ganz kurz stillhalten, wenn wir wissen, dass zu Beginn des 16. Jahrhunderts sich Rom rühmte, dass kein einziger Ketzer gefunden werden konnte. In der Zeit, wo wir heute leben, 2018, leben wir in einer vergleichbaren Zeit. Ich sage nicht in derselben, aber ich finde vergleichbar. Weil wir leben unter dem Pontifikat von Franziskus. Dieser Jorge Mario Bergoglio, der frühere Provinzial, Jesuitenprovinzial von Argentinien, von Südamerika, ist seit 2013 Papst. Und
Dass die Jesuiten so offen auskommen für ihre Herrschaft, ist im Grunde genau das Gleiche, wie wo sie am Anfang des 16. Jahrhunderts sagen, dass kein Ketzer mehr gefunden werden kann. Warum? Naja, weil sie meinen, dass sie sich heute so frei auf dieser Erde bewegen können, dass ihre Geheimgesellschaft, ich spreche jetzt von denen der Jesuiten, dass ihre Geheimgesellschaft so geheim nicht mehr zu sein braucht. Sie kommen jetzt offen für ihre Taten aus. Und dieses offene Auskommen für ihre Taten sorgt dafür, dass die Leute eine andere Sicht auf die Jesuiten bekommen. Nämlich die Sicht, die die Jesuiten gerne hätten. Und das ist genau das, was in der Bibel beschrieben steht. Wo in der Bibel geschrieben steht, dass Satan sich in einen Engel des Lichts verwandelt und dass seine Mitarbeiter ebenfalls in Mitarbeiter der Gerechtigkeit verwandelt werden. So ungefähr steht es in der Bibel geschrieben. Ich kenne das in der englischen Version besser auswendig als in der deutschen Version. Also, aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Die Mitarbeiter des Teufels werden sich als rechtschaffene Menschen vorgeben. Und genau das tun die Jesuiten jetzt, von denen wir wissen, dass sie eine teuflische, militärische Organisation sind. Dass sie eine Organisation sind, die mit Blut schwört, die Reformation von der Erde wegzufegen. Die mit Blut schwört, das Wort Gottes aus der Welt zu jagen. Was sie seit 140 Jahren auch probieren, durch diese ganzen gefälschten Bibeln auf den Markt zu bringen. Einerseits. Und was sie damit auch probieren, durch diese ganzen verschiedenen Denominationen, Glaubensrichtungen zu infiltrieren, die Seminare zu leiten und die ganzen Kirchen zurück unter die Fittiche von Rom zu bringen. Das funktioniert nur dadurch. Und jetzt kommen die Jesuiten auf einmal ziemlich an die Öffentlichkeit. Wenn man sich zum Beispiel den Spruch anhört, den Hillary Clinton gebracht hat auf dem Al Smith Dinner. Das Al Smith Dinner ist ein Abendessen auf Einladung zur Gelegenheit, jedes Jahr wird das gemacht von Al Smith. Das war der erste katholische Bewerber für das Präsidialamt in den Vereinigten Staaten von Amerika, ich glaube 1928 oder so. Und den zu ehren, wird jedes Jahr ein Essen abgehalten und da erscheinen dann immer die Präsidentschaftskandidaten, in dem Fall 2016 war es Donald Trump und Hillary Clinton. Und Hillary Clinton spricht da ganz deutlich von ihrem Running Mate, ja, das ist also ihr Kandidat für das Vizepräsidentenamt, wenn sie denn Präsidentin geworden wäre, dass der Jesuit ist, dass er Jesuiten geschult ist und dass er Jesuit ist. Das sagt sie da in der Öffentlichkeit ganz deutlich. Das Video kann sich jeder auf YouTube anschauen. Das heißt, die Jesuiten kommen aus ihrem Versteck raus. Und das ist heute halt in 2018 genau das Gleiche, wie was Henry Cretton Guinness hier sagt. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts rühmte sich rum, dass kein einziger Ketzer gefunden werden konnte. Also, warten wir jetzt doch mal auf eine Wiederauferstehung des reformatorischen Gedanken. Ich wiederhole meine Worte eines Videos, das ich vor knapp 2 Jahren hochgeladen habe, das man in Deutschland inzwischen nicht mehr schauen darf. Deutschland erwache! Deutschland erwache zu dem reformatorischen Gedanken, zu dem reformatorischen Gewissensgut, das euch damals geleitet hat, in der Reformation das Joch von Rom abzuschütteln. Heute stehen wir wieder an einem Wendepunkt, genau wie wir damals zu Anfang des 16. Jahrhunderts gestanden hatten. 500 Jahre später, 501 Jahre nachdem Martin Luther seine Thesen an der Tür von Wittenberg angeschlagen hat, stehen wir wieder an einem sehr interessanten Wendepunkt, weil wir sehen, wie Geschichte sich wiederholt. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts hat Rom sich gebrüstet, dass sie alleine auf dieser Welt regiert und dass es keine Ketzer mehr gibt, die ihr entgegenstehen. Und heute, in 2018, kommt die Geheimgesellschaft der Jesuiten offen aus für ihre Politik. Was ist das denn anders? Wo ist das denn irgendwie anders? Meines Erachtens ist das wieder mal ein Zeichen, dass wir sehen, dass Geschichte sich wiederholt. Und wir, die wir heute hier leben und hier anwesend sind, sind davon Zeugen.
Und wir müssen davon zeugen, dass die Menschen, die sich mit solchen Sachen bis jetzt nicht beschäftigt haben, sich endlich damit anfangen zu beschäftigen, dass sie endlich anfangen, ihre Freizeitbeschäftigungen wegzuwerfen, dass sie endlich anfangen, sich von Computerspielen, von Pornografie, von Kinofilmen, Fernsehserien und all diesem ganzen Kram, der nur ablenkt von der Bibel, wegzugehen und dass sie sich zur Bibel wenden und dass sie verstehen, dass wir in entscheidenden Zeiten in dieser Erde leben. Jetzt im Beginn des 21. Jahrhunderts, 500 Jahre nachdem Rom sich brüstete, dass kein einziger Ketzer mehr gefunden werden konnte. Jetzt, fährt der Autor fort, beheimatet das Christentum 150 Millionen von denen, die das Papsttum Ketzer nennt und die es durch Feuer und Schwert vernichten würde, wenn es denn könnte. Mal den Film mal weiterlaufen lassen hier. Es gelang Rom, die Reformation in Frankreich, in Spanien und Italien zu vernichten. Durch schreckliche Inquisitionsquälerei, durch blutige Massaker, durch grausame Kriege, durch die Aufhebung des Ediktes von Nantes. Da hatte ich ja schon in früheren Videos drüber gesprochen. Das kennen die meisten meiner Zuschauer ja. Durch die Taten von Männern wie Philipp von Spanien mit seiner Armada 1588 und dem Herzog von Alva mit seinen Grausamkeiten in den Niederlanden. Rom hat einen Teil des in der Reformation verlorenen Bodens zurückgewonnen und es übt immer noch die geistliche Macht über 180 Millionen Menschen aus. Und jetzt kommt's. Obwohl seine weltliche Macht in der Französischen Revolution für eine Zeit gestürzt wurde und zur Freude Italiens 1870 beendet wurde, ist Roms Anspruch darauf in keiner Weise vermindert. Warum ist das jetzt so wichtig? Weil wir hier wieder einmal von diesen zwei Zeiten sprechen. Französische Revolution war 1789. Die 1260-Jahr-Erklärung der hauptsächlich Sieben-Tags-Adventisten ist 538 bis 1798, fällt also in diesen Zeitraum. Und Henry Gretton Guinness sagt hier ganz klar, zur Zeit der Französischen Revolution wurde seine weltliche Macht für eine Zeit gestürzt, aber sie wurde 1870 beendet. Und das ist eben im Nachklang auf das von 1866, was ich glaube, im zweiten Vortrag hier vorgelesen habe, dass die 1260 Jahre von 1606, wo der Kaiser Phokas das die Macht des Bischofs von der Konstantinopolitanischen Kirche wegnimmt und dem Bischof in Rom gibt und den Bischof in Rom, damals Innozenz den Dritten, zum alleinigen, zum universalen Bischof erhebt. 606, 607 in der Grenze. Und wir hatten dann gelesen, wie Ende 1866 die beschützenden französischen Truppen aus dem Vatikan abgezogen wurden und eben Italien da mit Garibaldi seine Republik vervollständigen konnte und dem Papst die weltliche Macht weggenommen hat. Genau darauf geht Henry Gretton Guinness hier noch einmal drauf ein. Obwohl seine weltliche Macht in der Französischen Revolution für eine Zeit gestürzt wurde, da wo General Berthier den Papst festgenommen, nach Frankreich gebracht und in Gefangenschaft geführt hat, und dann zur Freude Italiens 1870 beendet wurde, ist Roms Anspruch darauf in keiner Weise vermindert. Nein, Rom wartet zu dem Zeitpunkt, als Henry Gretton Guinness dieses Buch schreibt, nur auf den Moment, um die Macht wieder zu übernehmen. Und der Zeitpunkt kommt 1929 mit dem Lateranenvertrag von Mussolini. Aber das ist ein anderes Thema, das wir heute hier nicht besprechen werden. Jedenfalls, um den ganzen Satz noch einmal zu lesen, wie es sich gehört, obwohl seine weltliche Macht in der Französischen Revolution für eine Zeit gestürzt wurde, und zur Freude Italiens 1870 beendet wurde, ist Roms Anspruch auf eben diese weltliche Macht in keiner Weise vermindert, noch auf das innehabende Recht, die Welt zu beherrschen. Die Religion Roms hat die kontinentalen Nationen so angewidert, dass diese, es nicht besser wissend, in tätige Untreue verfallen sind. Großen Ausmaßes haben sie die Kirche in einem Zug geplündert,
ihr Eigentum und ihre religiösen Häuser säkularisiert und ihre Einmischung in die jeweiligen Regierungen abgelehnt. In den letzten 500 Jahren ist die Autorität des Papsttums zurückgegangen. Langsam und schweigend zurücktretend von ihren Ansprüchen auf weltliche Macht, schützen die Päpste ihre verfallene Zitadelle kaum vor den revolutionären Erschütterungen der Neuzeit, der Raubgier, der Regierungen und der wachsenden Abneigung gegen kirchliche Einflüsse. Diejenigen, die wissen, was Rom einst war, können am besten beurteilen, was es nun ist. Diejenigen, die den Donnerkeil in den Händen der Gregorianer und Unschuldigen gesehen haben, werden kaum eingeschüchtert sein von den Folgen des Verfalls, dem impotenten Pfeil von Priamos inmitten der knisternden Ruinen von Troja. So schrieb Henry Hallam in der frühen Hälfte dieses Jahrhunderts. Und während der Fall der weltlichen Macht seitdem tatsächlich einen Tiefpunkt erreicht hat, welcher eine stetige Ebbe päpstlichen Einflusses darstellt, gab es dennoch während des letzten halben Jahrhunderts eine Wiederbelebung des römischen Einflusses in protestantischen Nationen, die Hallam wahrscheinlich nicht erwartet hat. Ich muss an dieser Stelle nicht näher auf mögliche Ursachen oder die Bedeutung dieses Wiederauflebens eingehen, sondern werde später noch einmal Gelegenheit dazu haben. Ja, diese Gelegenheit werden wir später dazu haben und die kommt im zweiten Teil, und das ist dann dieses extra Schreiben, das wir dann besprechen werden. Da geht es um den Emanzipationsakt und die Oxford-Bewegung. Eine ganz interessante Sache. Aber das ist Teil im zweiten Vortrag. Wir sind hier eben noch im ersten. Deswegen vertröstet uns Henry Gretten Gillis darauf. Er spricht hier von den letzten 50 Jahren. Wir müssen uns immer in Erinnerung rufen, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn wir das Buch hier lesen. Es erschien 1888. Wenn er von den letzten 50 Jahren spricht, dann spricht er von was Ende der 30er Jahre im 19. Jahrhundert passiert ist. Ja? Und da nehmen wir dann im zweiten Vortrag, gehen wir da tief drauf ein. Sogar tiefer als Henry Gretten Gillis das selbst tut, weil ich da noch extra Erklärungen zu abgeben werde, dass wir sehr gut verstehen, was und wie Rom damals dafür gesorgt haben, dass sie eine Wiederauferlebung des römischen Katholizismus, vor allen Dingen in England, damals erlebt haben. Nun fährt er fort. Lassen Sie mich Ihnen nun ein Gedankenspiel aufstellen. Es soll in einigen kurzen, einfachen Sätzen, die in wenigen Minuten gelesen werden können, eine genaue, umfassende, anschauliche Zusammenfassung der Komplexität der 1300-jährigen päpstlichen Geschichte darstellen. Millmans Geschichte des lateinischen Christentums liegt hier vor mir auf dem Tisch. Wie ihr wisst, ich hatte es ja gesagt, Henry Gretten Gillis hat zu diesen Vorlesungen all die Bücher, die ihr hier zitiert, mitgenommen, hat die hochgehalten, in die Menge gehalten, hat aus diesen Büchern da am Platz selber zitiert. Dieses Werk von Millman, Geschichte des lateinischen Christentums, nimmt 9 Oktavbände ein. Und es würde Wochen dauern, sie zu lesen. Rankys Geschichte der Päpste ist dreibändig und deckt nicht das gesamte Thema ab. Daubignys Geschichte der Reformation besteht aus 5 Bänden und greift nur eine Episode der langen Geschichte auf. Das Papsttum, meine Lieben, besteht seit 13 Jahrhunderten, hat mit 40 oder 50 Generationen der Menschheit in allen Ländern des Christentums zu tun. Seine Geschichte ist daher äußerst kompliziert und auch äußerst vielfältig. Sie umfasst sowohl weltliche als auch kirchliche Angelegenheiten und hat mehr oder weniger mit allem zu tun, was in Europa seit dem Fall des alten römischen Reiches geschehen ist. Ihre Zeitspanne ist lang. Die Sphäre ist groß. Die Geschichte überaus komplex. Ich möchte nun, dass Sie diese Geschichte erzählen. Und zwar in einer Erzählung, die Sie in weniger als 5 Minuten lesen oder in weniger als 10 Minuten schreiben können. Sie müssen jeden wichtigen Punkt einbringen. Die Zeit und die Umstände des Ursprungs des Papsttums, seinen moralischen Charakter, seine politischen Beziehungen, seinen geografischen Sitz, seine selbstverherrlichenden Äußerungen und Handlungen, seine zeitliche Souveränität
und einen Vergleich des Ausmaßes seiner Herrschaft mit denen der anderen Königreiche Europas. Seine gotteslästerlichen, blasphemischen Ansprüche, seine grausamen und langanhaltenden Verfolgungen des Volkes Gottes, die Dauer seiner Herrschaft, sein gegenwärtiger Verfall und die Urteile, die es über sich ergehen lässt. Und sie müssen außerdem hinzufügen, was sie glauben, was sein Ende sein wird. Abschließend erklären Sie doch bitte noch das Verhältnis der ganzen Geschichte zum offenbarten Plan der göttlichen Vorsehung. Das alles bitte nicht im trockenen Stil einer jährlichen Times-Zusammenfassung der Ereignisse eines Jahres, sondern in einem interessanten, lebendigen, malerischen Stil, der die Fakten in beeindruckendster Weise darstellt, so dass es unmöglich sein wird, diese zu vergessen. Können Sie das? Ich muss noch mal einen Schluck trinken. Wer kann das? In 5 Minuten erzählen oder in 10 Minuten aufschreiben, was Henry Gettengillis hier gerade fordert. Wer kann das? Ich könnte der Person, die meint, diese Aufgabe erfüllen zu können, sicher einen Preis in beliebiger Höhe anbieten. Aber schwer, ja, unmöglich, so wie es für Sie wäre, selbst wenn Sie die Geschichte der letzten 13 Jahrhunderte perfekt kennen würden, wie unendlich unmöglich wäre es, wenn diese Geschichte in der unbekannten und unergründlichen Zukunft liegen würde, anstatt in der Vergangenheit und Gegenwart. Wenn es kein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört hätte. Wenn es einen unbekannten Kontinent beträfe, eine unsichtbare Welt, eine Angelegenheit für die Entwicklung der Zeitalter, die erst noch kommen werden, wer könnte dann die Geschichte überhaupt erzählen? Und das in aller Kürze. Nun, genau das hat der Prophet Daniel durch die Inspiration des allwissenden und ewigen Gottes getan. Er erzählte die ganze Geschichte des Papsttums vor 25 Jahrhunderten. Er hat keinen der Punkte ausgelassen, die ich aufgezählt habe, und doch nimmt die Prophezeiung nur 17 Verse eines Kapitels ein, die langsam und eindrucksvoll in weniger als 5 Minuten gelesen werden können. Das liegt daran, dass es in der einzigen Sprache geschrieben wurde, in der es möglich ist, dies alles zu komprimieren. Multum in parvo, viel in wenig. Der antiken Sprache der Hieroglyphen. Gott offenbarte Daniel die Zukunft durch eine Vision, in der er nicht die Ereignisse, sondern die lebendigen, bewegenden, sprechenden Hieroglyphen der Ereignisse sah. Diese beschreibt Daniel einfach, und seine Beschreibung von ihnen ist die Prophezeiung, die im 7. Kapitel seines Buches beschrieben steht. Unsere Überlegungen zu dieser bemerkenswerten Vorhersage müssen wir jedoch fürs Erste verschieben, da ich Ihre Aufmerksamkeit schon lange genug für einen Vortrag beansprucht habe. Und so enden wir in dem ersten Vortrag von Henry Gettengillis. Wenn ein das nicht auf der Spitze seines Stuhls vor Spannung erwartend sitzen lässt, um die zweite Lesung anzufangen. Und deswegen werden wir auch eben solches direkt tun. Es geht um die Prophezeiung von Daniel. Und bevor wir da in die Prophezeiung von Daniel reingehen, möchte ich mal kurz eine Sache erwähnen. Es gibt einen englischsprachigen Film auf YouTube, den einige von euch vielleicht schon kennen, weil ich habe das mit einigen von euch sicher schon mal besprochen. Und der Film heißt The Forgotten Dream, also der vergessene Traum. Und dieser Film handelt von einem Soldaten im Zweiten Weltkrieg, der von seinem Obersten an der Ostfront gefragt wird, ob denn Adolf Hitler den Krieg gewinnen könnte. Und natürlich ist das in seiner Situation wahrscheinlich nicht besonders der Gesundheit zuträglich, Nein zu sagen. Trotzdem tut er das. Aber er begründet das Nein auf die Frage seines Vorgesetzten mit dem Buch Daniel. Und zwar mit dem Kapitel, ich weiß jetzt nicht, 2 oder 7. Ich meine mit Kapitel 2, wo es um den Metallmann geht. Kapitel 2 und Kapitel 7 sind einander ja in Daniel sehr ähnlich. Also wer Englisch kann, schreibt sich mal eben den Titel auf.
The Forgotten Dream, der vergessene Traum. Und schaut sich das Video von knapp etwas über 50 Minuten auf YouTube einmal an, nach der Lesung von heute. Das ist ein wunderbares Video. Und das, was in dem Video gesagt wird, das ist auch das, was Henry Gretten-Guinness uns jetzt hier mitteilt. Im Vortrag 2 heißt es die Daniel-Prophezeiung des Romanismus. Wir beschäftigen uns jetzt also damit, wie der Prophet Daniel den Romanismus hervorgesagt hat oder vorhergesagt hat. Das Buch heißt Romanismus und die Reformation. Also im Augenblick beschäftigen wir uns mit dem Romanismus, noch nicht mit der Reformation. Das kommt später. Und jetzt beschäftigen wir uns damit, wie der Prophet Daniel das vor knapp 2500 Jahren gesehen hat. Erlauben Sie mir, sagt Henry Gretten-Guinness, diesen Vortrag zu beginnen, indem ich Ihnen Daniels Beschreibung der göttlich gestalteten Hieroglyphe vorlese, mit der die Geschichte Roms dargestellt wurde. Er hat zuvor die Hieroglyphen der babylonischen, persischen und griechischen Reiche beschrieben. Na? Das sind also entweder, das sind hier die Tiere, das ist einmal der Löwe, der Bär und der Leopard. Und dann sagt er, und dafür haben wir hier aus der Übersetzung die Schlachter 2000 verwendet. Und das ist jetzt aus Daniel Kapitel 7. Zitat. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier, furchterregend und schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen demselben auf, und 3 der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes war wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 1000-mal Tausende dienten ihm und 10.000-mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah fortwährend hin, wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen, und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geiste zutiefst beunruhigt, und die Geschichte meines Hauptes ängstigte mich. Ich näherte mich einem der Umstehenden und erbat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Jene großen Tiere, 4 an der Zahl, bedeuten, dass 4 Könige sich aus der Erde erheben werden, aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja, bis in alle Ewigkeit. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Auch über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und von dem 3 ausfielen, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen
und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden, und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Und ein anderer wird nach ihnen kommen. Der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gestalt Gewalt gegeben werden für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. In diesen Versen haben sie die ganze Geschichte des Papsttums. Und außerdem haben sie seine Zukunft und seine Vergangenheit, das Urteil Gottes über seinen moralischen Charakter und seine Absichten. Und wie lebhaft die Farbgebung, wie grafisch das Bild! Ich wünschte, ich könnte Ihnen ein derartiges Bild gestalten oder besser noch in Aktion zeigen. Ein so schreckliches und überaus starkes, wildes Tier mit seinen schamlosen Klauen und eisernen Zähnen und mit seinen 10 Hörnern und seinem seltsamen, kopfartigen, kleinen Horn, das fähig ist zu sehen und zu sprechen und über den Allmächtigen zu lästern, um endlich die Zerstörung des Tieres selbst herbeizuführen. Na, wollen wir doch mal eben gucken, ob wir das nicht haben. In meinen Videos müsste ich eigentlich eins haben. Nochmal eben sehen, ob ich das jetzt ganz schnell finde. Dann können wir mal eben gucken, ob ich das von Daniel hier habe. Hier. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht hören, aber die Leute, die das Video schauen, weil der Ton wird dabei sein. Das kann man hören. Ja, ein beeindruckendes kleines Video, das ich in der englischen Bibelstudie zum Buch Daniel gebraucht habe, das wir hier uns eben haben anschauen können, um ein klein wenig probieren zu visualisieren, wie Kapitel 2 und Kapitel 7 von Daniel in Bilder gefasst heute aussehen können. Etwas, wenn Henry Gretten Guinness darauf hätte zurückgreifen können, er nicht hätte sagen müssen, ich wünschte, dass ich es Ihnen zeigen könnte. Nein, hier konnte es zeigen. Ich wünschte, fährt er fort, ich könnte sie zusehen lassen, wie es seine Feinde zerreißt und zermalmt, ihre Knochen in Stücke bricht, ihr Fleisch verschlingt und in mutwilliger, heftiger Grausamkeit mit seinen unverschämten Füßen zertrampelt, was es nicht verzehren kann. Wenn sie mit dem Einmaleins der Sprache der Hieroglyphen vertraut wären, würden sie sofort erkennen, dass solche Kreaturen wie diese Figuren gottloser Reiche sind.
Königreiche, die in ihrer Ungewissheit über Gott, in ihrer Abwesenheit von Selbstbeherrschung, in ihren bestialischen Instinkten brutal sind, die das Blutvergießen lieben und rücksichtslos gegenüber menschlicher Qualen, egoistisch, schrecklich, grausam und mächtig sind. Sie repräsentieren und erinnern an stolze Militärhelden wie Julius Caesar, die alles niedertrampeln, was sich ihnen entgegenstellt. Grausame Herrscher, die ihre Gefolgsleute unterdrücken. Rücksichtslose Eroberer wie Tamerlane, den Deutschen mehr bekannt unter dem Namen Timur, und Napoleon, die für das Abschlachten von Millionen von Menschen keine Bedeutung hat. Dies ist die übergeordnete Bedeutung all solcher Hieroglyphen. Tja, und dann denken wir mal heute hierbei zurück an die Schlechter des 20. Jahrhunderts, die Henry Grattan-Guinness noch nicht kannte. Stalin, ein Jesuitenpriester, der mehr als 20 Millionen Menschen in seiner Regierungszeit in der Sowjetunion ermordet hat. Hitler, wo ich mir gerade zu viel beisagen muss. Franco, den spanischen Diktator, aus den 30er Jahren eingesetzt, aber lange an der Macht geblieben. Mao Zedong, der wahrscheinlich auch noch Stalin in den Schatten stellt. Von Mao Zedong wird angenommen, dass er mindestens 50 Millionen Menschen umgebracht haben soll, die auf sein Konto gehen. Pol Pot, damals in Kambodscha. Idi Amin in Uganda. Mobutu in, komme ich jetzt nicht drauf, Afrika, ist auch übrigens ein Jesuitenschüler. Mugabe ist der Jesuitenschüler, Mobutu weiß ich jetzt nicht. Jean-Claude Duvalier oder Baby Doc aus Haiti und so weiter und so weiter. Viele, viele andere. Ja? Also wir erinnern uns nicht nur hier an die rücksichtslosen Eroberer wie Timur oder Napoleon, die Henry Grattan-Guinness hier anführt. Wir haben heute noch 130 Jahre mehr Geschichte, auf die wir zurückgucken können. Und wir können uns das 20. Jahrhundert anschauen und wir können, ja, ehrfürchtig, möchte ich mal sagen, darauf schauen und sehen, wie die Prophezeiung von Gott sich auch im 20. Jahrhundert erfüllt hat. Das Problem ist nur, dass viele Leute diese Erfüllung der Prophezeiung gar nicht sehen wollen. Aber fährt der Autor fort, wir stehen nicht alleine, um die Bedeutung und Anwendung dieses speziellen Tieres zu erraten. Das Symbol hat eine göttliche Interpretation. Das vierte Tier, lesen wir, wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das war, ohne jeglichen Zweifel, Rom, wie sich alle Historiker einig sind. Das vierte und letzte der großen Weltreiche der Antike. Das Monster repräsentiert Rom, seine ganze Existenz als höchste oder herrschende Macht, nach dem Fall des griechischen oder mazedonischen Tieres durch seine Angriffe 197 nach Christus. Es repräsentiert also die Geschichte Roms seit über 2000 Jahren in der Vergangenheit und weiter in eine Zeit, welche noch Zukunft ist, und zwar sowohl 1888 als auch 2018. Denn, sei es gut bemerkt, dieses Tier verwüstet und regiert und sein charakteristisches kleines Horn lästert und rühmt sich bis zu dem Punkt, an dem Reiche wie wilde Tiere verenden und der Menschensohn und die Heiligen des Allerhöchsten nehmen das Königreich ein und besitzen es für immer. Es ist wichtig, dass wir eine große historische Tatsache klar begreifen. Nämlich, dass die Herrschaft Roms seit ihrem Beginn nie aufgehört hat zu existieren. Außer einmal für eine sehr kurze Zeit während der gotischen Invasion. Über diese gotischen Invasionen ist mir persönlich nicht besonders viel bekannt. Ich habe das nie richtig recherchiert. Aber es wäre mal interessant, sich mit jemandem zusammenzusetzen, der vielleicht Lust hat, das zusammen mit mir zu machen. Weil ich bin davon überzeugt, dass diese gotischen Invasionen auch heute noch ihre Schatten werfen auf die Aktion von Rom. Schaut, die gotischen Invasionen, von denen Henry Grattan-Guinness hier kurz ansatzweise spricht, sind die Invasion der Germanen. Es sind die der Stämme von der anderen Seite des Rheins. Ja? Wir wissen ja, das Römische Reich ist immer nur bis an die Westseite des Rheins vorgestoßen, hat den Rhein nie überquert
und ist an die Ostseite nicht rangekommen. Da waren die ganzen gotischen Völker, auch die ganzen germanischen Völker. Und diese germanischen Völker haben einen entscheidenden Schlag gesetzt, um das Jahr 476, um das Römische Reich zum Fallen zu bringen. Und ich meine, dass da auch verwurzelt ist, der einerseits Respekt, den Rom vor Deutschland hat, aber andererseits eben auch die Wut und die Rachgefühle, die Rom gegenüber Deutschland auch heute immer noch hegt. Dass diese gotischen Invasionen an der Basis liegen dessen, weshalb Rom sich so an Deutschland rächt. Und wir müssen es ja mal so verstehen, das ist etwas, was mir jetzt in der Lesung von Herrscher des Bösen erst aufgegangen, Herrscher des Bösen, von hinter den Diktatoren erst aufgegangen, erst klar geworden ist. Wir lesen in Offenbarung 13 davon, dass es zwei Tiere gibt. Das erste, darüber ist kein Zweifel, ist der Vatikan. Das kommt aus dem Meer. Und das zweite, da gibt es im Grunde auch keinen Zweifel drüber, kommt aus der Erde, ist die Vereinigten Staaten von Amerika. Nur, in Herrscher des Bösen haben wir ein Zitat gelesen vom damaligen deutschen Kaiser Wilhelm II. Aus den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, in einer Audienz mit Antichrist Papst Leo XIII., wo Leo XIII. Von dem Kaiser gefordert hat, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche sein solle. Der Kaiser hat dann beschwichtigend eingeworfen, Entschuldigung, Eure Hoheit, oder durchlaucht, oder wie immer er den Papst da angesprochen hat, wir leben nicht mehr zu Zeiten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die Zeiten haben sich geändert. Das können wir doch so nicht einfach machen. Und trotzdem hat der Papst auf seiner Meinung bestanden. Und jetzt schauen wir uns mal an, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg geführt hat und bis 1916 sogar gewonnen hat, bis die Vereinigten Staaten 1917 eintraten. Der Grundstein wurde gelegt für die antichristliche Wiedererfüllung Daniels 70. Woche mit der Balfour Declaration und der späteren 1948 Gründung des Staates Israel. Deutschland hat im faschistischen Reich dann den Zweiten Weltkrieg angefangen, 1939 bis 1945, und ist unwidersprechlich im Ersten und Zweiten Weltkrieg das Schwert der römisch-katholischen Kirche geworden. Da kann man gar nicht drüber diskutieren. Und wenn man sich die Lesung von hinter den Diktatoren von vorne bis hinten anschaut, dann gibt es, denke ich, keinen, der das mit einem vernünftigen, offenen Verstand sich anschaut, der daran zweifeln kann. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist das folgende. In Offenbarung 13 ist ja gesagt, das zweite Tier, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm, also das war Jesus gleich, es war protestantisch, das waren die Vereinigten Staaten von Amerika ja auch, aber es sprach wie ein Drache. Nun, wann hat denn Amerika angefangen zu sprechen wie ein Drache? Wann hat denn Amerika angefangen, die protestantische Maske von seinem Gesicht abzuziehen und zeigt seine wahre Fratze, die da drunter steckt, nämlich das zweite Tier aus Offenbarung 13? Nun, für diesen Zeitpunkt gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man da nehmen könnte. Ich persönlich bin nach der Lesung von hinter den Diktatoren zu dem Entschluss gekommen, dass das Abwerfen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki der Moment ist, in dem die Amerikaner es von Deutschland übernommen haben. Deutschland war das Schwert der römisch-katholischen Kirche im Ersten Weltkrieg, Deutschland war das Schwert der römisch-katholischen Kirche im Zweiten Weltkrieg und zum Ende des Zweiten Weltkrieges, da war der Zweite Weltkrieg für Deutschland vorbei, weil die Atombomben fielen erst im August des Jahres 45, wo Deutschland bereits im Mai kapituliert hat. Da haben die Vereinigten Staaten übernommen. Und das ist für mich verständnismäßig der Augenblick, wo sie übernommen haben. Sie haben sich danach engagiert im Koreakrieg, sie haben sich danach engagiert im Vietnamkrieg, sie haben sich danach engagiert in allen möglichen anderen Kriegen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will. Sie haben über 180 Basen weltweit in allen Nationen errichtet, Militärbasen errichtet und sorgen heute dafür, dass alle das erste Tier wieder anbeten werden. Genau wie es in Offenbarung 13 geschrieben steht. Meines Erachtens, und da können wir ja gleich in der Diskussionsrunde mal drüber diskutieren, wer vielleicht ähnliche Ansicht ist oder vielleicht andere Punkte anbringen kann, ist das Ende des Zweiten Weltkrieges spätestens der Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten von Amerika ihre wahre
ihr wahres Gesicht gezeigt haben, ihre Maske haben fallen lassen und wo die Vereinigten Staaten von Amerika jetzt nicht mehr lammartig dastehen, sondern drachenartig dastehen. Sprechen wie ein Drache. Und wie gesagt, da können wir gerne in der Diskussionsrunde drüber diskutieren. Weil mit der Lesung bin ich hier heute am Ende angekommen, nach einer guten Stunde. Und wir werden nächstes Mal im zweiten Vortrag von Henry Grettengimmes fortfahren. Und wir werden das Gelesene aus Daniel Kapitel 7 noch tiefer analysieren und wir werden noch andere Dinge tiefer analysieren und da tiefer drauf eingehen. Für heute danke ich euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wie immer, lest eure Bibel. Maranatha. Thank you.